Nachdem es in der letzten Woche unfassbar viele News rund um Animal Crossing und der Investorenkonferenz von Nintendo gab, ist es in dieser Woche ziemlich ruhig geworden. Den größten Update-Block gibt es zu Pokémon Go. Nach dem Halloween-Event sind die Benutzerzahlen von Pokémon Go wieder hervorragend. Auch wenn es draußen wirklich verdammt kalt wird. Es war das erste Mal seit Monaten, dass man draußen auf der Straße wieder andere Go-Spieler gesehen hat, die sich peinlich gegenseitig angrinsen. Um die Nutzerzahlen zu halten, hat Niantic ein neues Update veröffentlicht, das die Langzeitmotivation wieder nach oben treiben soll. Nein, die zweite Generation ist noch nicht offiziell angekündigt und nein, der Tracker wurde auch nicht repariert. Wir haben tägliche Aufgaben bekommen. Durch die täglichen Aufgaben kann jetzt jeder Pokémon Go-Spieler folgende Boni erhalten. Für den ersten Fang am Tag erlangt man 500 Erfahrungspunkte und 600 Sternstaub. Fängt man 7 Tage am Stück Pokémon, bekommt man am 7. Tag einen Super-Duper-Bonus, der aus 2000 Erfahrungspunkten und 2400 Sternstaub besteht. Ein gleicher Bonus wird bei den Pokéstops verteilt. Am 1. Tag gibt es 500 Erfahrungspunkte und zusätzliche Items, am 7. Tag 2000 Erfahrungspunkte und noch mehr zusätzliche Items. Da freut sich das Inventar. Zusätzlich wurden neue Spawnpunkte in die Welt gebracht und alle Pokémon haben jetzt ein Spawnfenster von 30 Minuten. Das heißt, ihr müsst nicht mehr panisch umherrennen, um euer nächstes Taubsi oder Glurak zu finden. Wem das noch nicht genug ist, der bekommt natürlich noch mehr. Niantic hat nämlich endlich die Arenen ein bisschen angepasst. Von nun an verlieren Arenen pro besiegten Pokémon 1000 Prestige, was die Zahl damit verdoppelt. Trainiert man die Pokémon in der Arena, kann man seit dem Update lediglich bis zu 500 Prestige gewinnen. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, doch das Beste kommt eigentlich erst noch. Sobald ein Trainer die Prestige einer Arena komplett auf Null gebracht hat, wird diese Arena für ihn für eine kurze Zeit reserviert. Endlich hat Niantic es also geschafft, eine wichtige Kernkomponente in das Spiel einzubauen. Das ist großartig. Übrigens, seit dem Update befinden sich Daten von Ditto und tatsächlich Pokémon der zweiten Generation im Quellcode. Vielleicht beschert uns Niantic in diesem Jahr ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk. Viel mehr kann ich euch in dieser Woche auch gar nicht präsentieren, denn es gibt nichts mehr Interessantes da draußen. Wer zu viel Geld auf seinem Konto hat, der kann sich jetzt jede Menge Nintendo-Merchandise kaufen und importieren lassen. In Japan erscheint ab dem 17. Dezember nämlich neues Zelda-Merchandise. Daneben habt ihr noch die Möglichkeit, euch im englischen offiziellen Nintendo-Store 3 verschiedene Nintendo-Kalender zu bestellen. Ein Zelda-Kalender, ein Mario Kart-Kalender und einen Super Mario Bros.-Kalender. Ansonsten hätten wir da noch 2 Gerüchte zu der Nintendo Switch. Einmal, dass das neue Super Mario in der Entwicklung schon so weit fortgeschritten ist, dass man es quasi als fertig bezeichnen könnte. Und dann noch das Gerücht, dass Super Smash Bros. Für die Nintendo Switch nicht als Launch-Titel erhältlich sein wird. Das war's auch schon in dieser Woche. Ich hoffe, dir haben die paar News gefallen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr noch Pokémon Go spielt. Das würde mich wirklich tierisch interessieren. Und wir sehen uns höchstwahrscheinlich erst in der nächsten Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen, kalten November. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.